Herzlich willkommen beim ersten Video über die Westalpen Offroad Tour. Ich habe euch jedes Highlight, was wir besucht haben, in einem einzelnen Video zusammengefasst, sodass ihr euch im Nachhinein jedes Video nochmal anschauen könnt, um vielleicht für eure Tourenplanung interessante Infos mitzunehmen. Die Strecke von München nach Ulz, unserem Zielort in den Westalpen, beträgt etwa 700 Kilometer und da der Wetterbericht Regen angesagt hat, haben wir die Anfahrt auf 2 Tage aufgeteilt. Das heißt, am ersten Tag ging es an den Comer See und am zweiten Tag ging es dann final bis nach Ulz. Wer meine Videos aus den letzten Instagram-Stories kennt, der weiß, dass ich mit einem seltsamen Geräusch an der Gabel oder am Vorbau des Mopeds zu kämpfen hatte. Wir haben bei der Anfahrt schon versucht herauszufinden, wo dieses Geräusch wirklich herkommt. Wir werden zwar im Laufe der Reise noch die Ursache für das Geräusch finden, aber dazu später mehr. So, wir sind gerade eben an dem Schild, an dem Passschild, wo es zum Col de Finestre geht, vorbeigefahren. Da stand auch aperto, also offen. Und es ist eine sehr schöne, kleine, auch sehr herbstlich gerade getauchte Straße mit den ganzen Kastanien, die da am Boden liegen. Es sieht sehr süß aus. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen mit der Feuchtigkeit. Aber ich bin jetzt doch sehr gespannt, wann hier der Schotter anfängt, wann die Asieta Kampfstraße anfängt. Die müsste Richtung Süden deuten, das heißt, da haben wir dann Sonne, vermute ich mal. Ich bin inzwischen so ein bisschen, also jetzt heute früh so ein bisschen dazu übergegangen, dass dieses Geräusch, was mich so immer begleitet, vielleicht doch nur irgendwie der Bremssattel ist, der so ein bisschen klockert. Hier ist nochmal das Schild, das hier offen hat. Und dass das jetzt nichts mit der Gabel zu tun hat, sondern ja, wie so ein Bremssattel, der so ein Ticken locker ist oder halt Spiel hat und dann irgendwo dagegen klockt. Oh je, jetzt gibt es hier noch einen Blättersturm. Gut, dass ich mein Visier droben habe. Also wer Serpentinen mag, der ist hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Ich würde sagen, wir haben hier in der Distanz von vielleicht 3-4 Kilometer genauso viele Serpentinen wie auf dem Stelvio gefühlt. Also auf dem TomTom, falls ihr das seht, da sieht es schon ziemlich geil aus. Ein paar Minuten später erreichen wir den Col de Finestre. Das ist ein kleiner Schotterpass vor der Asieta Kampfstraße, der auch auf der Nordseite asphaltiert ist. Und wenn man diesem Pass folgt, dann kommt man nach ungefähr 10 Minuten zur Asieta Kampfstraße. So, und 5 Meter weiter geht dann die Strada del Asieta los. Im Prinzip genau wie die andere schöne Schotterstraße. Ab und zu mal ein paar so Hubbel drin, wahrscheinlich vom Regen. Oder ein paar so Furchen. Aber entspannt zu fahren. Weil die umsitzen bin so faul, den ganzen Tag zu stehen. Es ist tendenziell sogar einfacher, da schneller drüber zu fahren. Dann kriegt man erstens die Schläge gefühlt irgendwie nicht so mit. Und das Moped ist auch irgendwie stabiler. Und dann kann man halt nicht die Aussicht genießen. Das ist das Problem. Jo, kleine Schlammschlacht, beziehungsweise eher Pfützenschlacht hier. Auf der Asieta. Das sind wahrscheinlich dann die Folgen des Regens. Ich glaube, da kann man sich drum herum kommen, die Schuhe nass zu machen. Aber kehrt dazu, kann man gleich sein Equipment testen. Wenn ihr euch diese Sequenz nochmal anschaut, dann könnt ihr das Geräusch, dieses Klackern und Klappern nochmal sehr gut hören. So, 2469. Er sagt 2472. Col de Asieta. Kalt, schön, nichts los, gar nichts los. Ach ey. Ja, schön hier oben, schön windig. Wir hatten zu dem Tag die Asieta Kampfstraße für uns fast komplett alleine. Und kalt. Und durch die schon beschneiten Berggipfel war das Panorama nur umso schöner. Es ist da irgendwo der Jaffaro. Die Asieta Kampfstraße schlängelt sich etwa 40 Kilometer oberhalb der Baumgrenze Richtung Westen. Ich persönlich fand die Straße relativ einfach zu fahren. Natürlich kann sich je nach Wetterlage der Zustand der Straße verschlechtern. Das ist so schön, wie die Bäume hier diese Herbstfarben schon angenommen haben. Und gerade diese gelben Nadelbäume finde ich der
eh persönlich ziemlich geil. Wenn es nicht ganz so kalt, beziehungsweise eigentlich kalt ist nicht so das Problem, aber wenn ich ganz so windig wäre, wäre es eigentlich angenehmer, weil dann könnte man nochmal stehen bleiben. Ein bisschen länger gucken. Aber hier rechts, also diese Bäume, diese Wälder, diese Herbstwälder, auf jeden Fall eine schöne Sache. Schön hier und vor allem mit diesen schneeweißen Bergspitzen, die wahrscheinlich auch gar nicht so lange im September, Oktober da sind. Ich denke mal, so vielleicht sogar die letzten Tage oder zumindest in den letzten zwei Wochen irgendwie, dass es vielleicht darunter geschneit hat, weil es auch noch eine sehr hohe und eine sehr dünne Schneeschicht ist, würde ich sagen. Schaut das echt super geil aus. Ich habe auch mit meinem Papa gerade schon eine kleine Quatschrunde gemacht bezüglich unseren Reifen, die wir drauf haben. Er hat ja den Scorpion Pirelli jetzt das erste Mal auch sowas halb Offroadiges auf seinem Moped. Ich habe ja den TKT 70 Rocks. Und ja, wie es mir eigentlich, also ganz ursprünglich hatte ich mal die Befürchtung, dass die Reifen vielleicht scheiße sind für die Straßen hier. Ich meine, jetzt sind wir heute nur auf der Asieta, aber ich finde es völlig ausreichend. Also vorne, klar, ein besserer Reifen bei den Stammstellen vorher macht halt einfach noch ein bisschen mehr Sicherheit her. Aber für sowas hier, diese Steinschotter, Straßen, ist das alles in Ordnung. Klar, wenn es ein bisschen gröber wird, dann, wie gesagt, vorne ist es wieder nicht so besonders, aber da könnte man vielleicht ein bisschen gröberen draufziehen, ob es jetzt ein NQ Wild Vorderreifen, TKC 80 dann vielleicht Vorderreifen ist. Aber hinten der TKT 70 Rocks finde ich eigentlich ist eine gute Wahl. Klar, je nachdem wie lange er hält am Ende. Wenn er jetzt zum Beispiel nicht so lange hält wie der Anarchy Wild oder genauso lange, dann ist es eine schwierige Entscheidung, weil er halt nicht so offroadig ist wie der Anarchy Wild, aber halt deutlich ruhiger auf der Asphaltstraße und das ist, was ich schon sehr angenehm finde. Ja, so viel zu dem kleinen Feedback hier, während wir die Asieta wieder runter cruisen. Wir hatten jetzt eine kleine Kaffeepause, ein Sandwich und eine Cola. Und jetzt schlängeln wir uns vor zum Monte Chaffreau. Und auf diesem Weg, den wir jetzt wählen, kommt man scheinbar durch einen unbeleuchteten, relativ langen, nassen, kalten, engen Tunnel. Den suchen wir jetzt quasi. Und wir haben gerade vorhin schon zwei mit einer Enduro auf der Asieta getroffen. Die meinten, kann man gut durchfahren, ist ein bisschen Wasser drin, aber sonst okay. Und dass die beiden, weil sie halt nur diese kleinen Enduro-Scheinwerfer hatten, ja, sich ein bisschen unwohl gefühlt haben. Da bin ich ja jetzt mal gespannt mit meinen tollen Ruby Moto Scheinwerfern, wie wir uns dann fühlen da drin. Denn ja, die sind schon ziemlich, ziemlich geil. Und ohne die möchte ich auch manchmal nicht unterwegs sein. Ich glaube, hier haben wir jetzt den Einstieg in diese Straße gefunden. Irgendwelche komischen Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Sonntag, Feiertags von 1. bis 30. September verboten. Naja, haben wir ja nicht. So gesehen, 8 Kilometer, let's go! So, hier haben wir jetzt das schöne Schotterpisten. Ich bin gespannt, ob wir da andere Leute noch treffen, weil ich finde das eigentlich immer ganz lustig, wenn man sich mit ein paar anderen unterhalten kann und so guckt, okay, die fahren das Bike. Vor allem, weil ja tendenziell uns die meisten eher interessiert angucken, als jetzt ich die Enduros, die schauen uns eher interessiert an, dass wir quasi mit unseren Hobeln da hochfahren, wo die mit ihren leichten Enduro-Kisten hochfahren, aber ich meine, es geht halt genauso. Deswegen, ja, sind wir da nicht so verwundert, wenn wir ein paar Leute mit ihren Enduros da treffen. Das ist ganz schön holprig hier, zerfix. Vater hat sich mit seinem Reifen also schön angefreundet. Der fährt hier schön entspannt hoch. Er hört es in meiner Stimmlage und in meinem faulen Hintern, dass ich sitzen bleibe, dass das hier ein bisschen holprig ist, aber schön zu fahren.
Ein kurzes Stück später erreichten wir den Tunnel, wo auch schon drei Motorradfahrer mit ihren großen Reiseenduros standen. Sie sind vom Chaufferro runtergefahren und wir haben kurz mit ihnen gequatscht. Sie warnten uns, dass im Tunnel eine riesige Wasserpfütze sei und wir doch unbedingt mittig durchfahren sollen, denn am Rand seien tiefe Löcher oder hätte es einen von ihnen stark geschmissen. Und dass, wenn wir auf dem Chaufferro weiter wollen, wir auf keinen Fall mit unseren Reifen an die Nordpiste wieder herabfahren sollten, da die aktuell sehr vereist und schlammig ist und das mit unseren Reifen, ja, also für sie unvorstellbar war und wir doch lieber dieselbe Auffahrt wieder runterfahren sollten. Wir waren also etwas aufgeregt, was da jetzt auf uns zukommt und ob wir das schaffen würden, nachdem uns die drei gewarnt haben, aber wir haben gesagt, wir schauen uns das einfach mal an und fahren, soweit wir kommen. Sehr unbeleuchtet lang, aber ja, so geht's eigentlich tatsächlich. Boah, es ist ein Lärm. Das regnet ja auch von der Decke. So, jetzt meinte der Typ, jetzt kommt gleich ein bisschen Wasser. Da soll man dann mittig bleiben. Und nicht versuchen, dem Wasser auszuweichen. Ja, so mit den Scheinwerfern ist es halt echt easy. Ich meine, so wäre es jetzt mit Fernlicht und Ding. Abblendlicht und... Aber so ist es... Boah, es ist laut. Aha. Ja, okay, wenn man einen Scheinwerfer hat, dann sieht man, dass da ein Rohr verläuft. Der erste Schnee. Oh mein Gott, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn hautnah gesehen. So, wir fahren jetzt auf den Chaufferro hoch. Man sieht ihn rechts schon hier oben, das ist Ford. Hat jetzt schöne 3 Grad. Die spannende Frage ist tatsächlich, wie wir wieder runterkommen. Ob wir denselben Weg jetzt zurückfahren müssen, den wir hoch sind. Das wäre jetzt okay. Oder ob wir auf der anderen Seite runterfahren. Das ist aber gerade die Gruppe Biker, die wir getroffen haben, gewarnt, dass das sehr steil ist, dass es die Piste ist. Und ja, mit unseren Reifen nicht so zu empfehlen sei. Vor allem halt auch, weil da viel Eis und Schnee irgendwie ist und die da schon beim Hochfahren sehr gekämpft haben. Der Ausblick vom Mont Chaufferro auf die umliegenden beschneiten Berggipfel war unglaublich. Und auch das Gefühl, dass wir gerade legal mit unseren eigenen Motorrädern auf 2800 Meter auf einem Berggipfel standen, war unfassbar. Wir genossen die kurze Pause, denn der eisige Wind lud uns nicht zum Verweilen ein. Und wir wussten ja noch, dass wir eine schwierige Aufgabe vor uns hatten, die Abfahrt über die Skipiste. So, ich bin am Schnaufen. Ich komme mir gerade vor wie Walle, als er diese Skipiste da runtergefahren ist. Dann schaue ich das mal an, es ist klar, man erkennt es natürlich nicht wieder. Also nicht Hinterrad blockieren und auch nicht mir den Fuß jetzt brechen. Das heißt, einfach laufen lassen, nach vorne gucken, ganz entspannt. Mein Papa denkt sich wahrscheinlich, der hat es geschmissen, solange wie der jetzt nicht kam, wenn ich ein Foto gemacht habe. Alter, ist es. Und die Typen, also es schaut jetzt aus, als würden wir da ganz normal runterkommen. Ich meine, es ist matschig, ja, wir haben nicht die besten Reifen, auch okay.
mein Papa ist weg. Also ich bin hier ganz alleine gerade auf mich gestellt. Aber so. Es sieht so aus, als ja, macht es naja, Sinn jetzt nicht vielleicht, aber als würde es funktionieren. Und ich meine ganz ehrlich, dass wir hier, es geht einfach alles. Ist das am Ende, ich glaube, bergauf hast du dann sogar eher noch zu kämpfen. Wo ist er denn jetzt eigentlich? Ich meine, der ist fährt weg, er sieht mich im Rückspiegel nicht. Der hat Nerven. Wenn ich das machen würde, würde es aber halt auch nicht machen. Weil die Jungs vorher noch gemeint haben, auf keinen Fall. Und ich meine, das Schlimmste würde ich jetzt, haben wir vielleicht nicht überstanden, aber so ein bisschen Gewicht nach hinten. Ja, da kommt er nämlich, genau, weil der natürlich jetzt einfach so wenig auf Sicht fahren, wenn es geht, Herr Reiwald. Fotos! Fotos! Jetzt hat die GoPro leider kurz den Geist aufgegeben wegen der Kälte, aber Alter, die Skipiste runter, wo die anderen Typen vorhin noch gesagt haben, Jungs, nie im Leben mit den Reifen, vergiss es. Und wir rollen da einfach so easy peasy runter. Ich meine, what the fuck? Was für ein Abenteuer. Und das schon am ersten Tag unserer Offroad-Tour. Wir beenden den Tag bei Wein und Pizza, während wir über die Erlebnisse des Tages quatschen. Dass das nur eins von vielen Abenteuern unserer Tour sein wird, wussten wir natürlich noch nicht. Was uns am nächsten Tag und im Laufe der Reise noch alles so erwartet hat, erfahrt ihr in den nächsten Videos. Mehr Infos findet ihr auf www.raivadachi.com.